12 PS, der ganze Stolz von Dukagin Kresio. Auf der Suche nach Aufträgen fährt er so über die Dörfer im Kosovo. Manchmal verdient er mit seinem mobilen Sägewerk ein paar Euro am Tag, oft genug aber auch gar nichts. Denn der Kosovo ist überwiegend eine Clangesellschaft. Hier werden Geschäfte am liebsten mit der eigenen Großfamilie oder Freunden gemacht. Da hat es der 28-Jährige als Mitglied der Roma-Minderheit schwer. Hier gibt es Moslems und Katholiken, das ist mir aber ganz egal. Ich säge für jeden Holz, wenn er bezahlt. Ein Kubikmeter kostet 2 Euro, der Preis ist für alle gleich. Es gibt Leute, die haben wenig Geld, dann gehe ich auch schon mal mit dem Preis runter. Warten auf den nächsten Kunden. Vor einem Jahr hatte er genug von diesem Leben, da hat er sich mit seiner Familie nach Deutschland durchgeschlagen. Er hoffte auf ein besseres Leben im wohlhabenden Ausland. Doch weil der Kosovo als sicheres Herkunftsland gilt, musste er nach 6 Monaten zurück. Ganz ohne Geld, ganz ohne Arbeit. Eine deutsche Hilfsorganisation kaufte ihm das mobile Sägewerk, damit er wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt. Ich hätte mir die Maschine niemals selber kaufen können. Die kostet bis zu 2000 Euro. Als Tagelöhner verdiene ich vielleicht 10 Euro am Tag. Da bleibt doch nichts übrig, um zu investieren. Ich kann ja kaum den Lebensunterhalt für meine Familie davon bezahlen. Noch vor 30 Jahren war sein Heimatort Đakovo ein industrielles Zentrum im früheren Jugoslawien. In der Stadt gab es damals rund 16.000 Industriearbeitsplätze. Heute sind von den Fabriken nur riesige Brachflächen und abbruchreife Hallen geblieben. Mehr als 60% der Bevölkerung haben keine Arbeit. Das will die neu gewählte Bürgermeisterin jetzt ändern. Ihr Plan: Mit ihrer Unterstützung sollen sich auf den alten Industrieflächen junge Unternehmen ansiedeln. Dafür hat sie sogar einen Teil der Steuern abgeschafft. Ich glaube, ja, das ist eine Chance. Speziell, wenn wir uns Kleinunternehmen anschauen. Das ist der Grund, deshalb unterstützen wir direkt junge Gründer, ihr Geschäft aufzubauen. Damit sie erkennen, ihre Zukunft ist hier. Ein Anfang ist schon gemacht. Hier sollen bald Entwässerungsrohre produziert werden. Diese beiden Unternehmer sind die ersten, die auf dem alten Industriegelände neu anfangen. Die neuen Produktionshallen sind schon in Planung. Hier werden rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen, überwiegend für Leute, die sich für den Produktionssektor eignen, also Ingenieure mit unterschiedlichen Kenntnissen, Mechaniker, Elektriker, technische Ingenieure. Sein Unternehmen ist einer der wenigen wirtschaftlich erfolgreichen Betriebe in der Stadt. Die Produkte exportieren sie in alle Nachbarländer des Kosovo. Die Löhne sind niedrig. Junge Mitarbeiter wie Petri Hoca wollen deshalb lieber ins Ausland. Er hat bereits Verwandte, die nach Deutschland ausgewandert sind. Mir ist der Verdienst hier einfach zu niedrig. Ich möchte auch nach Deutschland, um zu sehen, wie man dort lebt und arbeitet. Ich glaube, da ist der Lebensstandard höher und die Arbeitsbedingungen sind besser. Dort kann man sich bestimmt besser entwickeln als hier. Auch Dukagin Kresio hadert mit seinem Leben im Kosovo. Doch nach Deutschland will er nicht noch einmal. Bei seiner ersten Flucht hat er einfach zu viel verloren. Den Schleppern musste er 5000 Euro zahlen, dafür hat er sogar einen Teil seines Hauses verkauft. Alles Ersparte ist weg und jetzt ist das zweite Kind unterwegs. Geblieben ist ihnen nur ein einziges Zimmer. Für seine Familie braucht er mehr Geld. Gerne würde er in dem neu entstehenden Industriegebiet einen festen Job finden. Um eine Arbeit in den Fabriken in Đakovo zu finden, brauchst du eine gute Ausbildung. Die habe ich nicht. Außerdem nehmen die da keine Zigeuner. Zuerst kommen Verwandte oder Freunde dran. Ich habe da keine Chance. Zumindest hat er sein mobiles Sägewerk.
Die Maschine ist momentan für ihn und seine Familie die einzige Möglichkeit, wirtschaftlich über die Runden zu kommen.